Grüßt euch. Bauvlog Tag Nummer 1. Es ist soweit. Heute wird angefangen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Videos ein bisschen kurz erzählt, was ich so vorhatte und womit wir anfangen werden. Für alle, die es jetzt reinschalten bzw. sich das Video das erste Mal anschauen. Ich werde hier so ein bisschen klar Schiff machen. Das heißt, die ganzen Sachen, die hier rumstehen, also gerade das ganze Sperrmüll, die ganzen alten Bilderrahmen, die Klamotten, alles, was hier so in der Wohnung noch rumsteht, werde ich erstmal alles wegfahren, also runtertragen und abbauen. Auch hier die ganzen Sachen wie Spiegel, alte Waschbecken, die ganzen Lampen, alles, was hier so noch vom Vorbesitzer noch drin ist, erstmal alles auf Seite räumen. Dann grob durchkehren und den Boden halt schützen. Ja, ich möchte ja hier den Boden, der drin ist, also der alte Parkettboden, den möchte ich natürlich behalten und versuche den natürlich dann, soweit es geht, halt vor weiteren Beschädigungen zu schützen. Und deswegen werde ich hier jetzt erstmal aufräumen und dann fahren wir so eine Tetrapack halt kaufen. Das ist so ein Milchtütenpapier und das wird dann hier überall ausgelegt und schützt den Boden dann hoffentlich vor weiteren Beschädigungen. Ja, das ist jetzt so das, was ansteht und ich muss euch sagen, ich freue mich tierisch, dass es jetzt endlich losgeht und dass ich jetzt einfach mal so an so einem Projekt halt loslegen kann und einfach mal wirklich ranklotzen, mal gucken, wie weit ich komme, was für Probleme es geben wird und so weiter. Ich habe trotzdem, ich bin mega motiviert, jetzt mal loszulegen und hoffe ihr auch. Also, auf geht's! Okay, soweit so gut. Ich habe hier gut durchgestaubsaugt, noch ein bisschen durchgewischt. Jetzt ist das Gröbste mal weg. Und ich bin jetzt am Speicher dran. Und am Speicher, was richtig cool ist, den bin ich gerade am Leerräumen. Und wie man halt so manchmal Glück hat, hatte ich diesmal auch Glück. Denn ich habe hier oben unter den ganzen Müll oder Dämmwolle und alten Fliesen habe ich luckily noch die alten, das Parkett gefunden. Also die hatten anscheinend vorgehabt, das ganze Parkett zu legen. Das ist noch da, also das ganze Stäbchenparkett, was noch ganz ist. Das haben die hier gelagert und das hilft mir dann, weil das genau das gleiche Holz ist, wie auch unten in den Räumen. Und da an den Stellen, wo ich die Mauer wegklopp, entstehen ja dann so Streifen, wo kein Parkett liegt. Und zum Glück habe ich hier noch einiges gefunden. Hier nochmal direkt am Beispiel erklärt. Also ich habe ja in den beiden Räumen und auch im Flur, habe ich hier dieses Stäbchenparkett. Und hier die Wand soll ja raus, genauso wie die Wand hier im Flur. Und wenn ich die beiden Wände jetzt wegmache, dann fehlt mir natürlich hier am Ansatz das Parkett, weil ich glaube nicht, dass es da drunter noch ist. Natürlich ist es nicht da drunter. Und wenn ich die Wand jetzt da wegkloppe, dann würde mir in den ganzen Raum hier so ein Streifen fehlen. Und jetzt nochmal genau das gleiche Parkett irgendwo zu finden, beziehungsweise die Holzart ist halt entscheidend. Also die Holzart macht ja diese Färbung halt dann aus. Nur, ich werde das ja sowieso nochmal alles nachher abschleifen. Und dann hoffe ich mal, dass bei dem Parkett, was jetzt liegt, nachher diese Grundton des Holzes nochmal durchkommt. Und das müsste ja dann genau der Ton sein, der oben auf dem Speicher liegt und dass wir das dann hier beilegen können. Da werde ich bestimmt noch das ein oder andere von gebrauchen können. Cool. Puh. Boah, okay. Das war jetzt ein Stück Arbeit.
Aber es ist so gut wie alles unten. Also ich habe es jetzt geschafft, so weit wie es geht, alles runterzutragen. Also alle, das ganze Sperme, die ganzen Sachen, die jetzt hier überall auf dem Boden rumstanden und die Baustelle quasi blockiert haben, habe ich jetzt teils in den Transporter gefahren, also in den Transporter gemacht, für auf den Wertstoff hochzufahren und ein paar Sachen halt einfach direkt in den Keller. Denn Sperrmüll ist jetzt in 3 Wochen und da kann man ja auch noch einiges loswerden. Aber soweit ist der Boden mal befreit vor dem Ganzen. Und ich kann jetzt anfangen, mein Milchtütenpapier da auszulegen. Ich zeige euch das mal am besten. Den ganzen Boden, den will ich ja jetzt schützen davor, dass jetzt irgendwelche Beschädigungen dran kommen. Und dafür habe ich hier dieses Milchtütenpapier gekauft, oder das Tetrapack oder wie das heißt. Das ist halt wirklich so dieses Zeug, wo Tetrapack halt draus gemacht wird. Also, dass man es kennt. Das ist super robust, also da irgendwas durchzustechen ist schon schwer, muss man sich Mühe geben. Und das schützt den Boden eigentlich ganz cool vor Beschädigungen und ist halt besser als Malervlies, da es halt nicht verrutscht. Ja, das wird dann einfach überlappend festgeklebt und schmiegt sich dann halt direkt den Boden an. War jetzt halt nur wichtig, dass hier keine Steine oder noch irgendwelche Körner oder Nägel oder sonst irgendwas zwischen dieser Schutzschicht sind und dem Boden selbst. Deswegen habe ich die mal schon sogar durchgewischt. Ja, aber das ist mal eine saubere Baustelle, würde ich sagen. Hier, wo jetzt kein Parkett ist, werde ich natürlich nichts auslegen. Ist mir jetzt egal, wenn da irgendwie Beschädigungen drauf kommen. Ich denke mal, dass der Raum hier sowieso gefliest wird. Also hier soll ja das Badezimmer reinkommen. Und da werden wir auf jeden Fall mal Fliesen legen später. Das jetzige Badezimmer habe ich auch soweit schon demontiert. Also die alte Dusche raus, die ganzen Sachen hier rumstanden. Keine Ahnung, die Handtuchhalter, der Spiegel und so weiter. Und das, was jetzt noch da ist, das kann alles dann abgerissen werden. Waschbecken und Klo will ich auch noch später abmontieren. Ja. Aber soweit schon mal mega cool. Also die Wohnung macht sogar was her. Also jetzt, wo ich es leergeräumt habe, tue ich mir wahrscheinlich viel zu viel Arbeit an, als dass es wahrscheinlich notwendig ist. Nichtsdestotrotz macht es schon Sinn, hier die Wände rauszunehmen, also den Raum hier ein bisschen größer zu machen. Also das will ich auf jeden Fall machen. Und später, wenn die Decke noch aufgemacht wird, dann ja, sieht es nochmal komplett anders aus. Aber jetzt heißt es halt erstmal reinklotzen und wie gesagt, das Nächste, was ansteht, ist die Wand da rauszunehmen. Dafür muss ich aber erstmal die ganzen Tapeten abmachen, wie ich schon ein Vorvideo erzählt habe, dass hier die ganzen Styropor-Sachen und so weiter, also hier das Zeug, das muss auf jeden Fall separiert werden. Das darf ich so nicht in den Bauschuttcontainer reinmachen. Das heißt, das muss erstmal ab. Und natürlich auch hier diese alten Armaturen. Also das Zeug, was hier noch dran montiert ist, das soll natürlich noch alles abmontiert werden. Und ja, und dann denke ich mal, dass diese Wand heute rausfliegt. Let's go. Aber erstmal Milchtütenpapier auslegen. Weil Boden beschützen. Auf geht's. Okay, der erste Raum ist gelegt. Wie gesagt, das Geile ist halt, dass der so plan anliegt. Also diese Schutzschicht, dass man da ganz normal drauf rumarbeiten kann. Da kann auch ruhig mal was drauf fallen. Es rutscht halt nicht so wie das Malervlies. Und das ist halt schon ganz angenehm. Jetzt kann man einfach die ganzen Arbeiten hier machen. Und der Boden ist weitestgehend geschützt. Bis natürlich die paar Ränder. Also hier am Rand habe ich jetzt nicht 100% gearbeitet, weil das Parkett, was jetzt da liegt, wurde jetzt hier auch geschnitten auf Maß. Also die haben das beigeschnitten und wenn ich jetzt
da nochmal eine neue Schicht legen muss, brauche ich eine gerade Kante. Und dann muss ich wahrscheinlich sowieso die äußere Schicht nochmal neu machen, also die äußere Lage. Und deswegen ist es nicht 100% wichtig, dass das jetzt so alles abgeklebt ist. Aber ich brauche halt entsprechend Klebefläche, damit kein Staub drunter kommt. Das heißt, das muss super versiegelt sein. Da habe ich auch drauf geachtet, dass da einfach das alles bündig ist und dass da wirklich kein Staub drunter kommt. Eine Sauerei. Es geht sehr gut runter, zum Glück. Ich dachte, das wäre hartnäckiger, aber jetzt habe ich einmal angefangen und war voll im Flow drin und jetzt habe ich voll durchgezogen und fast das Filmen vergessen. Deswegen gut, dass ich jetzt noch die Kamera gerade gesehen habe und gesagt, oh nein, du hast das Styroporzeug abmachen gar nicht richtig drauf. Das Gute dabei ist halt, dass der Kleber schon so alt ist, dass er so eine Gummischicht schon fast gebildet hat zwischen Mauerwerk und dem Zeug. Also an dem Kleber klebt das Bab das Zeug richtig gut dran. Das kommt jetzt separat in getrennte Müllsäcke und dann fahre ich das halt auf die Deponie und die werden mir schon noch sagen, was das hier kostet, also beziehungsweise wie ich das fachgerecht entsorge. Das ist aber schon mal ganz gut, dass es nicht mehr am Mauerwerk ist und dass wir das ganze Mauerwerk halt frei von diesen Belastungen haben. Also dass ich das einfach als Bauschutt direkt in den Container reinmachen kann. Aber habe das jetzt mal so weit befreit, muss doch hier die kleine Ecke hier machen, aber wie ihr seht, einfach nur abreißen und dahinter ist zum Glück halt dieser Kleber, hier das Zeug und das kommt halt direkt mit runter, ja, also das hat so eine Schicht hier gebildet und an der klebt halt dann der ganze Styropor-Scheiß und das kommt relativ gut runter. Feierabend. Aber ich bin mega froh. Also Tag 2 ist richtig gut gelaufen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme. Das ging jetzt besser als gedacht. Ich habe jetzt hier an den ganzen Wänden, also die jetzt rauskommen sollen, wie hier die Wand zum Beispiel, habe ich jetzt das Styropor abgemacht, die Tapete abgemacht, die ganzen Steckdosen, alles was montiert war. Also hier vorne war ja noch das Waschbecken. Und wie gesagt, die ganzen Steckdosen habe ich jetzt mal alles abgeschraubt, die Tapete abgekratzt, sodass ich jetzt nur noch reines Mauerwerk habe. Und damit kann ich dann morgen anfangen. Ansonsten, was noch passiert, hier kleines Recap. Ich habe jetzt den ganzen Boden halt mit dem Milchtütenpapier ausgelegt. Komplett in der ganzen Wohnung, da wo das Parkett halt verlegt wurde. Also überall sauber an den Kanten entlang. Und auch den Flur. Und war jetzt noch gerade das andere Waschbecken am Abschrauben im Badezimmer. Ja, so dass jetzt morgen die Abrissarbeiten beginnen können. Also dadurch, dass ich jetzt hier den Boden schon geschützt habe, könnte ich jetzt anfangen, die Wände einzureißen. Aber das, wie gesagt, erst morgen. Für heute reicht es erstmal. Ich hätte jetzt immer jeden Tag irgendwie so ein Recap machen, also einfach mal kurz durchgehen und mal kurz in die Kamera einsprechen, was so alles passiert ist. Heute, wie gesagt, Tag 2. Gestern hatte ich noch die Vorbereitung gemacht und heute halt die ganze Tapete und halt den Boden. Und ja, bin mega froh, wie es weitergeht. Bis morgen. Will ich hier diese Wand ab... Dings...